Hallo und damit herzlich willkommen zu Unepic, ein Indie-Game mit Action-RPG-Elementen. Ich kenne das Spiel leider selber nur ein kleines bisschen, habe mir vielleicht die ersten 5 bis 10 Minuten angeschaut. Ansonsten kenne ich es leider gar nicht und werde dann jetzt mit euch ein neues Spiel anfangen. Neues Spiel starten. Bitte wähle einen Namen für deinen Charakter. Ich werde mich natürlich Ork Frosch. Okay, ich kann kein großes F nehmen. Also ein Ork Frosch ohne großes F. Leicht für Anfänger mit wenig Erfahrung in RPGs und Plattformspielen. Das Spiel wird automatisch gespeichert. Gesundheit wird regeneriert. Monster versuchen. Anscheinend Punkte werden erhöht. Ja, ich sag ja immer, Spiele werden für Mittel gemacht. Deswegen spiele ich auch Mittel. Und damit starten wir in das schöne Spiel Unepic. Okay, als du den Kerker betrittst, stehen dir auf einmal zwei Skelette mit rostigen Äxten im Weg. Das unheimliche rote Licht in ihren Augenhöhlen fixiert dich. Was tust du? Kann ich jetzt irgendwie weiterklicken? Ah, okay. Ich lade meinen Elfenbogen und schieße. Moment mal, willst du wirklich einen Pfeil auf ein Monster schießen, das nicht bluten kann? Was denkst du, wird passieren? Dass der Pfeil zwischen ihren Rippen hängen bleibt und sie langsamer macht? Hey, das funktioniert in Legend of Zelda. Haha, Dödel, das Beste an RPGs ist doch, dass du gesunden Menschenverstand einsetzt. Na komm, tritt beiseite und lass den Kleriker seine Arbeit machen. Ich nehme mein heiliges Symbol und richte damit die Untoten. Verschwindet in das Loch, aus dem ihr gekommen seid, üble Kreaturen. Würfel einen D20. Ein blendendes Licht leuchtet in ihren Schädeln auf. Beide Skelette schreien und ihre Knochen fallen zu Boden. Nehmt das, zwei Skelette mit einem Schuss. Gott, bin ich gut. Okay, ich gehe schnell voran, um zu sehen, ob sie irgendwelche Beute haben. Während du auf sie zugehst, trittst du auf eine lose Platte im Boden, hörst einen Klick und ein Speer springt direkt unter deinen Füßen hervor. Verdammt, ich habe eine Falle ausgelöst. Ich habe einen Rettungswurf, oder? Eric, gib mir die Chips. Ey, Leute, lass mal eine Pause machen. Ich muss pinkeln. Schon wieder? Verdammtes Bier. Am Ende des Flurs, linke Tür. Der Lichtschalter ist außen. Okay, ich bin in einer Minute zurück. Schweine, ihr habt das Licht ausgemacht. Ich bin hier am Pinkeln. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Ich kann im Dunkeln nicht zielen. Verdammt, ich kann nichts sehen. Was zur Hölle? Wo ist das Klo? Ich raff's nicht. Ich hab doch gerade da reingepinkelt. Ups, ich glaube, ich hab auf den Boden gepinkelt. Mal sehen, ob ich die Türe finden kann. Nö, das ist eine Wand. Wow, die Wand ist rau. Ich könnte schwören, dass sie vorher eine Tapete hatte. Nichts. Ich kann die Tür nicht finden. Und das ist definitiv nicht das Bad. Ich hab ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich nehme besser mein Feuerzeug zur Hand, so dass ich wenigstens etwas sehen kann. Finde das Feuerzeug in deinem Inventar. Wenn du es gefunden hast, wähle die Option Ausrüsten, um das Inventar zu öffnen und zu schließen. Drücke die Taste I. Dann drücke ich die Taste I. Und sehe ein T-Shirt und Jeans und ein Feuerzeug. Ausrüsten. Ah, Hallöchen. Was ist das? Steinwände? Säulen? Dunkelheit? Oh, zur Hölle bin ich! Natürlich, diese Schweine haben mir Psychopharmaka in mein Bier geschüttet. Ich habe eine Halluzination. Cool, es sieht fast real aus. Wow. Dann müsste ich... Also, ich muss mich jetzt leider gerade daran gewöhnen, dass ich mit den Pfeiltasten spiele. Ich bin nämlich für gewöhnlich eher mit WASD vertraut. Deswegen sehe ich mal. Was ist das? Da vorne ist irgendwas, das aussieht wie heilige Scheiße, ein Skelett. Ich bilde mir schon Dinger ein. Wahrscheinlich ist das Wikis Oma, die gerade ein Nickerchen macht. Ich kann sie als Skelett sehen. Oder vielleicht ist das Chester Copperboard. Hat er einen Schlüssel? Ich kann nicht schaden, mal nachzusehen. Autsch. Autsch, eine Falle. An meinem Fuß. Aua. Das tut weh.
Ah, okay. Kann ich da irgendwie looten, etc.? Nein, sieht nicht so aus. Schade. Oh, nun kapiere ich es. Die Hallen, das Skelett, die Falle. Ich bilde mir ein, in einem RPG zu sein. Dann muss ich in einem Dungeon oder einer Burg sein, die mein Unterbewusstsein erschaffen hat. Okay, während die Drogen wirken, bin ich also ein Spieler in meinem eigenen RPG. Cool. Ich spiele gegen mich selbst, auch wenn ich nie ein Dungeon Master war. Yeah, was auch immer für ein Zeug in meinem Bier getan haben, es ist wirklich großartig. Ja, wenn ich nachts von meinem eigenen RPG träume, würde ich diese Drogen auch mal probieren. Ich zeichne besser eine Karte, sodass ich mich nicht verlaufen kann. Drücke die Taste M, um eine Karte aufzurufen. Ich drücke die Taste M. Aber nichts passiert. Kann ich jetzt irgendwas mit der Taste M machen? Hallo? Taste M möchte nicht. Okay. Gehe ich einfach mal weiter. Überall liegen hier Skelette rum und das ist eine Ritterrüstung, wie es ausschaut. Ich renne hier immer noch nur mit meinem Feuerzeug rum. Okay. Ah, da geht's weiter. Kann ich jetzt M drücken? Immer noch nicht. Okay. Vielleicht habe ich einfach die Taste falsch gelesen, dass ich eine andere Taste. Ich schau mal eben in die Optionen rein. Charakter mit Maus steuern. Rechts liegt zum Bewegen, links kann man machen. Okay, scheint hier nicht drin zu stehen. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich gleich irgendwann die Taste drücken kann. Hier sind aber eine Menge Skelette. Ah, wir haben anscheinend einen Gast und er ist unbewaffnet. Nein, 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 ich wollte gerade gehen. Nein, warte. Lass mich dir meine Gastfreundschaft angedeihen. Ich möchte keinen Ärger machen, okay? Fürchte dich nicht. Es wird keine Mühe machen, deine Seele in Besitz zu nehmen und aus dir einen ewigen Bewohner dieser Burg zu machen. Was? Nein! Scheiße! Das war gruselig. Das Schattending sprang auf mich zu. Ein Moment mal, wo ist das hin? Das ist unmöglich. Es ist kein Glaube in dieser Seele. Ich kann diesen Körper nicht kontrollieren. Ich höre da eine Stimme in mir. Heilige Scheiße, ich bin besessen. Verdammt, ich kann nicht entfliehen. Ich bin in diesem Körper gefangen. Diesem Gefängnis aus Fleisch. Ich bin besessen. Ich bin besessen. Warum zur Hölle hängst du hier rum und ergreifst Besitz von anderen Leuten, hä? Wenn ich mir von einer Seele Besitz ergreife, erlange ich die Kontrolle über den Körper und kann tun, was immer mir auch gefällt. Ja, aber was hat das nicht geklappt, oder? Du Arschloch. Ha, fuhb dich. Zensiert. Ich muss jetzt einfach nur geduldig auf deinen Tod warten. Dann bin ich wieder frei. An diesem Ort wird das nicht lange dauern. Yeah, was auch immer. In einigen Stunden wird die Wirkung der Drogen eh nachlassen. Also machst du mir keine Angst. Ja, unser schöner Hauptcharakter glaubt halt immer noch, dass wir Drogen in uns injiziert bekommen haben durch ein Getränk unserer Freunde. Aber das scheint doch ziemlich echt zu sein. Die Atmosphäre. Und hier fliegt ein Stock rum. Der ist auch genial. Was ist das? Ich darf immer noch nicht die Taste M drücken. Das ist ziemlich ärgerlich. Sieh dir diese Leichen an. Einstmals waren sie Kreaturen, die es wagten, diese Burg zu betreten. Nun sind ihre Knochen das Testament ihres Mutes. Deine werden sich bald zu ihnen gesellen. Ja, die sehen echt nicht nett zugerichtet aus. So ein Speer durch die Brust. Und
und, oh, und Blut an den Wänden. Sieht alles nicht sehr schön aus. Hey, ein Schwert, endlich. Er muss einem der Toten gehört haben. Hey, dunkler, nebliger Typ. Du hast Glück, weißt du. Wenn ich dieses Schwert früher gehabt hätte, hätte ich dich in zwei Teile geschnitten. Ha, ha, ha. Bring mich nicht zum Lachen, Sterblicher. Wärst du nicht so dumm, würdest du wissen, dass ich keinen Körper habe und die Waffe mich verletzt. Und die Waffe und keine Waffe mich verletzen kann. Aber in Videogame tötete ich hunderte Geister mit einem Schwert. Eine Welt, wo Schatten und Geister mit normalen Waffen verletzt werden können? Du bist nicht nur dumm, sondern auch ein Lügner. Ach, halt den Mund, ich nehme das Schwert jetzt. Um das Schwert aufzuheben, geh dichter und drücke Eingabe. Um es zu verwenden, geh in das Inventar und wähle Ausrüsten. Kurzschwert, Inventar. Ausrüsten. Oh yeah. So, wie schlag ich denn jetzt? Okay. So schlage ich. Interessant. Boom! Schau dir diese Schätze an. Ich bin reich. Wie viel Gold, wie viel ist Gold wert? 1500 je Unze? Mit nur einer dieser Münzen kann ich eine neue Konsole kaufen. Ja, der Hauptcharakter gefällt mir. Das wäre nämlich mein erster Gedanke gewesen, wenn ich so viel Geld hätte. Mann, ich bin ein Idiot. Dies ist eine Halluzination. Es ist so, als ob man von einem Lotteriegewinn träumt und mit nichts aufwacht. Nimm dir einige Münzen. Du kannst mächtige Artefakte und tödliche Waffen kaufen. Ja, yeah, warte mal. Du wartest doch auf meinen Tod, um frei zu sein, nicht wahr? Warum gibst du mir Ratschläge? Stell keine dumme Fragen. Sieh hin, wie schön diese Münzen funkeln. Ja, funkelnde Münzen. Willst du Teile des Schatzes einsammeln? Stell dich davor und drücke Eingabe. Gold, 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 Gold. Gold, Gold. Gut, wir wissen, dass der Geist in uns umbringen möchte. Deswegen vertraue ich mal stark darauf, dass dieses Gold eine Falle sein wird und werde es nicht mitnehmen. Obwohl es interessant wäre zu wissen, was passieren würde. Geh zurück, du hast deine Münzen vergessen. Trottel, wer zweimal auf denselben Trick hereinfällt, ist selber schuld. Danke trotzdem. Gut, das ist definitiv eine Falle, aber ich werde sie dann mal nicht... Und was machst du da? Du sagst, ob du deinen eigenen Dolch in die Kehle rammst. Das ist bestimmt nicht schön gewesen. Ich muss sagen, ich komme mit der Steuerung immer noch nicht ganz so genial klar, wie ich eigentlich möchte. Da werde ich mal schauen, ob ich mit einem Controller spielen kann oder anderem. Das wäre mir dann doch definitiv lieber. Aber ich spiele erstmal und eine Schlange. Nein, ich wollte sagen, ich spiele erstmal weiter und eine Schlange. Ah, eine Schlange. Die ist riesig. Scheiße, dieser raute Ausrufezeichen, Dollarzeichen. Prozent, Sternchen und Fragezeichen. Und das heißt übersetzt... Scheiße! Dieser Scheiß ist so groß wie ich! Drücke die Leertaste, um anzugreifen. Scharfe Waffen wie Schwerter sind sehr effektiv gegen lebende Kreaturen. Schlange! Schlange? Schlange! Nein! Also, der Geist möchte mich wirklich tot sehen. Und da liegt eine Truhe. Eine Truhe. Und wo eine Truhe ist, da gibt es auch Beute. Drücke Eingabe, wenn du vor einer Truhe stehst, um diese zu öffnen. Wenn sie etwas enthalten sollte, drücke erneut Eingabe, um es aufzuheben.